Aber zuvor bin ich der Meinung, Attacken verwalten. Wutanfall, Tarnsteine, Risikotackle, Erdkräfte. Das ist, glaube ich, auch noch nicht fertig, verdammt. Jawohl. Da irgendwas Neues zu Feuerschlag, Tackle Glut, Sternschau, Flammenrad, Risiko, Tackle Flammenblitz. Keine Kampfattacken vorerst, jawohl. Attacken verwalten. Es wäre schön, wenn du mir erdbeben könntest. Steinhakel, Tackle. Nee. Das ist was Neues. Jawohl. Du, wieso kannst du Nahkampf? Cool. Ach Gott. Danach vielleicht, ich muss jetzt das Zeug unten abgeben. Vielleicht haben wir das Glück und finden es mal so unten irgendwas zu kaufen. Okay, nein, danke. So, oh, was Neues gelernt.
Was? Nochmal. Was kann Ele Woltek lernen? Hyperstrahl. Klar, why not? So wundervoll. Jetzt weiß ich zumindest wieder, wie ich es verschieben kann. Genau, erst Gigastoß und Hyperstrahl drunter. Okay, ja. Muss man einen Pokémon vorstellen. Gut, 69 ist komplett überlevelt für uns, aber. Geht es ums Prinzip? Ah ja, das hat man gerade schon. Ja, passt. Attacken verhalten. Blitzer und Eishieb. Okay, passt. Saluna soll ja unser Boden-Pokémon werden, nicht Knackrack. Da kam durch nichts dazu, bis auf Steinkante. Genau, passt. Jawohl. Und Silvaro, da hat sich glaube ich nichts geändert. Nee, gar nichts. Passt das jetzt? Ja, passt. Sehr, sehr schön. Gut. Dann schauen wir mal zu dem Boku. Beziehungsweise erst bringen wir unten das Zeug vorbei. Und dann vermute ich mal, dass wir die nächsten Folgen einen Haufen Quests zu erledigen haben. Zum Beispiel seine Schwester zu suchen. Mal wieder. Okay. Level up. Level 7. V
fehlen mir noch drei. Auf zu den Boku. Dann haben wir einen Haufen Shit gemacht, muss ich irgendwas gleich sagen. Der König hat das Prüfungsergebnis sein könnte, bla 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 bla, ja ja, schön. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, aber wenn es so sein sollte, was genau würde ihr Evening Sinn und dann damit bezwecken, wissen wir auch nicht. Ist es wütend, wenn ja, weshalb? Möchte es Menschen Pokémon auseinandertreiben? Ach, wir Menschen können einfach nicht wissen, was in Pokémon vorgeht. Und was ist der Riss im Raum Zeitgefühl gehabt? Warum hat er sich geöffnet? Aber du musst erschöpft sein. Ich würde vorschlagen, dass du in der heißen Kost erstmal etwas Kraft tankst. Ich habe Mobeshi schon angewiesen, dass er die feinsten Kartoffeln Mochi zubereiten soll, die seine Küche hergibt. Sehr schön. Heute geht das Essen auf Expeditionsleiter den Boku. Ja, nicht nur dir, mir auch. Tja. Das klingt doch ganz nice, würde ich sagen. Na, was macht ihr zwei denn hier? Wirklich, es ändert ja nichts an dem, was man den Tag über tun kann. Doch, denn morgen schon hat Gold im Mund. Beispielsweise konnte ich so der Einladung von Expeditionsleiter den Boku möglichst früh Folge leisten. Na und, ich bin genauso früh da wie du. Und ich musste sogar noch früher aufstehen als du, weil ich den ganzen weiten Weg hierher gelaufen bin. Deswegen musst du noch lange nicht so einen Aufstand machen. Du kommst auch, oder? Du weißt ja vermutlich schon, worum es geht. Nö. Bis zum Hauptsitz ist er nicht mehr weit. Ja, tschüss, Perla. Ulkiges Pärchen. Ja, bevor wir die nächste Hauptmission angehen. Du hast nun 4 Könige und Königinnen besänftigt. Wie viele gibt es noch? Als ich davon hörte, dass in Hisui allerorts Könige und Königinnen Rasche fielen, habe ich mir ernste Sorgen um die Zukunft aller gemacht. Wer hätte jemals geahnt, dass jemand wie du aus dem Himmel stürzen und sich so für uns ins Zeug legen würde? Man lernt eben doch nie aus. Nun, es gibt noch einen letzten König, der sich im Weißen Forstland befindet. Arktilas. Laut Perle soll er der mächtigste unter den Königinnen und Königinnen sein. Hier ist deine nächste Mission. Kümmere dich um den letzten König. Besänftige Arktilas. Vielleicht zeigt sich dann ja auch beim Riss im Raum Zeitgefüge. Irgendeine Veränderung. Alles klärschen. Der Perlklan, die Mangler und die Galaktik-Expedition werden sich der Sache gemeinsam annehmen und für eine strahlende Zukunft sorgen. Ich gehe schon mal vor, wir sehen uns dann im Weißen Frostland. Zieh dich besser warm an. Genau, bevor wir das aber machen, haben wir viele andere Quests noch zu erfüllen.
So. Wampel. Als nächstes würde ich dich in das weiße Frostland führen. Das ist die unbarmherzigste gegen Hisuis. Du bist die Einzige, der ich die Forschung des weißen Frostlands anvertrauen kann. Und das ist keine Übertreibung. Du weißt, was du zu tun hast. Erfülle deine Mission. Ja, schön und gut. Nee, noch nicht.